Heute schauen wir uns die Top 5 der besten Skibidi Toilet Games in Roblox an. Die Spiele sind alle ultra gut, deswegen bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Video. $1250 investieren wir jetzt. Yo, guck ihn dir an, Bro. Wie viel Schaden macht er? 50 nur? Aber ich kann ihn upgraden. Wir können den upgraden. Und Freunde, wir starten rein. Skibidi Toilet Tower Defense. Welle 1 startet. Warte, wo kann ich? Hier kann ich Türme placen. Warte, wie viel Geld habe ich? Ich habe nur $250 gehabt. Warte mal, reicht das überhaupt? Ja, das reicht. Okay, warte, können wir die upgraden? Ja, für $500 können wir unsere Cameraman upgraden. Okay, wir haben ja schon mal zwei Cameraman platziert. Ein TV-Man kostet $350. Den können wir uns noch nicht leisten. Aber wir placen hier mal noch ein paar mehr Cameraman. Bevor wir gleich upgraden können. Ich weiß auch nicht, wie viele Wellen gibt es hier drin. Warte mal, wir können nur 25 Türme maximal placen. Okay, ich hoffe, das reicht überhaupt, wenn wir nur 25 Türme insgesamt platzieren können. Wir hauen mal einen TV-Man hin. Mal sehen, wie der funktioniert. Und dann, oh, da kommt eine große Toilette. Okay, warte mal, wir müssen mal schauen. Macht der TV-Man einen Stun? Oder, ja, der betäubt die. Okay, oh, dann hätte ich den hier vorne platzieren müssen. Oder, oh! Hey, wieso läuft denn der durch? Ey, warte mal. Wow, Alter, das war ja knapp. Okay, warte, wir platzieren einen TV-Man hier, damit wir einen Stun haben hier vorne. Alter, okay, das habe ich mir aber schon fast gedacht, dass der TV-Man die Viecher stunt und die betäubt. Okay, warte mal, ich hoffe, wir kriegen die jetzt hier geblockt. Warte mal. Nein, bitte nicht durchlaufen, bitte nicht. Alter, die laufen uns direkt durch, das kann doch nicht sein. Hä? Hör mal auf, chill mal, Bro. Okay, wir haben einen. Warte, ich kann nur noch einen Cameraman placen. Warte, noch einen. Komm, oh. Alter, das ist übel knapp. Was zur Hölle? Okay, warte, ich upgrade den hier mal. Oh, guck mal, jetzt sieht der auch ganz anders aus. Viel stärker. Okay. Ich hoffe, der kann jetzt hier was reißen. Ich hoffe, der macht viel Schaden. Weil ansonsten haben wir hier gleich ein ordentliches Problem. Das wird hier sonst noch eine ganz, ganz knappe Nummer, Freunde. Alter, wieso halten die so viel aus? Wieso sind die so strong? Alter, ich habe schon 19 Türme platziert. Warte, wir upgraden den hier auch mal. Ich meine, ich kann sowieso nur die alle platzieren. Aber ich kann ja nicht... Warte mal, wir brauchen mal hier noch einen Cameraman. Alter, warum sind die so schnell? Oh, aber die halten nicht viel aus. Okay, oh, Glück gehabt. Alter, was kostet Cameraman Upgrade? 750. Okay, warte, wir upgraden mal hier jetzt noch einen Cameraman und hier... Ein TV-Man, okay. Ja, aber cool, dass die ihre Optik ändern, wenn wir die upgraden. Guck mal, der grinst jetzt. Der ist happy, dass er hier sein darf. Okay, let's go. Welle 7. Feuer. Bring it on. Alter. Oh, was ist denn das für eine Skibidi-Toilette? Wie sieht er denn aus? Und wie viel Leben hat er? 1000 Leben? Aber den schaffen wir. Guck mal. Guck mal, wie viel Damage wir machen. Und wir können den easy blocken. Wir können den easy blocken durch die ganzen... Riesige Toilette heißt er auch, aber er hat keine Chance. Guck mal. Ah, er wird komplett weggelöscht. Locker. Okay, von dem ganzen Geld können wir jetzt erstmal hier die ganzen Cameraman upgraden. Let's go. Richtig, richtig gut. Okay, das ist jetzt easy hier. Jetzt wird's einfacher, Freunde. Jetzt wird's besser. Wir können hier noch einen Cameraman, einen TV-Man hinstellen. Wir müssen gleich auch mal schauen, ob wir uns noch mehr Türme kaufen können. Also noch mehr von den Cameramen, vielleicht noch ein Speakerman oder so, damit wir noch stärker sind. Wir haben jetzt hier nochmal eine riesige Toilette, aber der Bruder sieht gar kein Land. Guck ihn dir an. Er wird komplett hops genommen. Let's go. Okay. Okay, jetzt läuft's, Freunde. Jetzt läuft's. Alter, war eben kurz ein bisschen stressig. Ich habe Angst gehabt. Aber jetzt räumen wir hier ganz entspannt auf. Guck dir das mal an. Hier kommt nichts mehr durch. Oh, was ist das? Polizeitoiletten? Warte, wie stark sind denn die? Oh! Oh, warte, ich habe zu früh über mich gefreut. Upgrade. Upgrade. Nö. Nö, stopp, stopp, stopp. Ich brauche hier eine Verteidigungslinie. Verteidigungslinie, let's go. Hau da mal rein, hau da mal rein. Oh. Warte, wie viel Leben haben die noch? Oh, die haben nicht viel, die haben nicht viel. Let's go. Let's go. Upgrade, upgrade. Hau rein, hau rein. Nein, nein. Wie viel Leben hat der? Alter, er hat mich fast hops genommen. Der hat uns fast gekillt. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Warte, wir machen hier mal ein Upgrade. Oh, guck mal, wie er jetzt aussieht hier. Richtig heftige Kamera. Alter, warum haben die Polizeitoiletten so viel ausgehalten? Was waren das denn für Psychos? What the hell? Warte, ich kann ihn hier upgraden für 1000. Wow, jetzt ist er so ein riesiger der TV-Man. Aber wir schaffen es nicht. Die Polizeitoiletten sind zu krass. Die sind zu stark.
Oh mein Gott, ich kann zwar üble Upgrades machen jetzt. Hier auch. Warte. Hier auch Upgrade. Aber ich kann die nicht aufhalten. Die sind zu schnell und zu... Oh, G-Man ist hier. Warte mal, G-Man ist hier bei Welle 10. Schaffen wir den? Boah, G-Man hat 5000 Leben. Wir werden hier hops genommen. Wir werden hops genommen von den... Oh mein Gott, wir wurden hops genommen von den Polizeitoiletten bei Welle 10. Oh, nö. Okay, Leute, wir sind jetzt schon wieder bei Welle 6. Ich mache jetzt ein bisschen eine andere Taktik. Ihr seht es schon hier. Ich habe jetzt hier ein paar, paar Kameramänner jetzt schon mal ein bisschen vorher hier geupgradet. Ich meine, hier haben wir jetzt gerade ein bisschen Probleme mit dem einen Kollegen hier. Sollte aber... Ja, okay, komm, hier, hau nochmal einen Hit rein. Sollte kein Problem sein. Wir verkaufen die hier hinten aber wieder. Die brauchen wir nicht. Wir wollen hier vorne uns so stark wie möglich aufbauen. Deswegen machen wir jetzt mal direkt noch einen... Oh, die sind schnell, aber... Oh, wer ist er denn? Hä? Sind die Wellen jedes Mal unterschiedlich? Warte, wie viel hält er aus? Ah, den schaffen wir aber. Alter, was war das für eine komische Toilette? Wir haben ihn besiegt. Okay, Alter, das war strange. Das war ein bisschen komisch, okay? Keine Ahnung, was das sollte, Freunde. Okay, wir placen mal hier noch eine Toilette. Können wir direkt durchupgraden. Und so mit den durchgeupgradeten Toiletten, Freunde, wenn wir die hier vorne... Toiletten sage ich schon, Kameramänner. Durchgeupgradete Kameramänner. Wenn wir die die ganze Zeit ordentlich upgraden hier vorne, funktioniert das viel besser, als wie wenn wir die alles so weit hinten platzieren müssen und dann erst upgraden. Gut, bei dem Typen ist es jetzt hier ein Problem. Sollte aber kein permanentes Problem sein. So, wir machen mal hier noch ein paar hin. So, zack, der wird jetzt hier nochmal geblockt. Und kriegt er jetzt nochmal ordentlich Schaden reingedrückt. Und er sollte eigentlich... Na, können wir ihn auf... Oh, oh, der Bruder macht ernst. Warte mal. Aber der ist zum Glück nicht so schnell. Wir können hier ein bisschen verkaufen. Und können hier hinten ihn jetzt nochmal gleich aufhalten. Indem wir den hier placen und upgraden. Hier nochmal einen Cameraman placen. Einen TV-Man meine ich. Ich bin schon ganz verwirrt, Freunde. Und dann sollten wir den jetzt hier aber weggedrückt kriegen, oder? Die halten echt viel aus. Diese großen Toiletten. Wenn man da ein bisschen nicht aufpasst, wird es problematisch, sagen wir mal so. Okay, wir upgraden den hier jetzt zu einem riesigen, ja, den hier auch, come on. Upgrade, upgrade, zwei riesige TV-Men und die drücken die hier jetzt richtig weg, Freunde, ich sage es euch. Die können einpacken jetzt hier alle. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle, dass wir den hier jetzt mal upgraden können, so, let's go. Boxt hier mal richtig. Alter, die laufen trotzdem durch. Ey, hört auf, ich krieg Nervenzusammenbruch. Hört auf mit dem Käse. Lasst es gut sein. Hört auf. Upgrade. Upgrade. Let's go. Block den hier. Block den hier. Upgrade. Hau ihn kaputt. Ja, rein, 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 rein. Kriegen wir den geschlagen? Ja, nicht so wirklich. Warte, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir müssen hier nochmal einplacen. Alter, Hauptsache, die sind so stark. Ich kriege Nervenzusammenbruch. Warum? Okay, jetzt aber. Feuer, Feuer. Hit, hit, hit. Der andere auch, ja, ja, ja. Mach ihn platt, mach ihn platt. Oh nö, das gibt es doch nicht. Ach, come on, Digi, der hält doch nichts mehr aus jetzt. Jetzt aber, come on. Noch ein paar Hits, ja, zack, zack und down. Let's go. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, Freunde, ich mache mir hier ein bisschen Sorgen. Das ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger, als ich gerade eben zuerst gedacht habe. Wir upgraden mal die Cameramänner, die wir hier haben. Vielleicht sollte ich mal hier noch einen TV-Man reinhauen, der hier auch noch mal ein bisschen, blocken kann hier am Ende. Dem geben wir jetzt auch ein Upgrade so schnell wie wir können. So, zack. Dass wir hier am Ende noch wen haben, der auch nochmal blocken kann. Oh mein Gott. Wie rennen die durch? Oh, warte mal, so schnell, so viel halten die aber nicht aus. Hier ein Upgrade, let's go. Oh doch, die halten. Oh shit. Oh shit, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, Freunde. Wir haben ein Problem. Oh, haben wir ihn, haben wir ihn. Nein, 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 nein. Aber der hält nicht mehr viel aus. Den haben wir da hinten jetzt down, easy. Oh nein, G-Man ist wieder hier. No, 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 no. No, 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 nicht G-Man. Hey, hey, hey. Chill mal. Was ist mit ihm? Wie viel hält er? Oh Gott. Oh Gott. Freunde, wir haben ein Problem. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Warte mal. Upgrade. Hier nochmal ein Place, ein Upgrade. Hier, Upgrade. Upgrade. Placen. Upgrade. Was mit der Toilette hier? Wie viel hat die noch? Wie viel hat die noch? Okay, der hat nicht viel. Der geht hier gleich drauf. Okay, okay, okay. Easy, easy, easy. Aber G-Man ist ein Problem. Wird er jetzt fertig gemacht? Na komm. Hau ihn zu Brei, hau ihn zu Brei. Warte, was ist mit der Toilette hier? Wie viel hat er? 40 Leben noch. Der muss aber down gehen jetzt hier. Hau ihn mal weg. Yes.
Oh, wir haben sogar G-Man Oh! Wir haben das Level geschafft. Let's go. Yes. Oh, ich dachte, da kommen noch mehr Wellen. Let's go. Yes. Und ich habe jetzt gerade offscreen noch ein paar Runden gespielt, Freunde. Denn damit kann ich scheinbar Speakerman freischalten und auch ausrüsten. Dann haben wir noch einen Zusatzturm, den wir benutzen können, Freunde. Vielleicht schaffen wir damit den schwierigeren Schwierigkeitsgrad, den wir eben beim ersten Mal nicht hinbekommen haben. Das testen wir jetzt nochmal. So, wir gehen jetzt wieder auf die City Map, auf dem schweren Schwierigkeitsgrad, wie ganz am Anfang, weil eben haben wir auf easy gewonnen, ja? Das haben wir noch nicht hingekriegt, aber vielleicht, wenn wir den Speakerman zusätzlich haben. Mal sehen, wie gut der ist. Wir placen den mal. Oh, der hat viel Reichweite. Oh, der macht in der Basisversion schon 5 mehr Schaden. Let's go. Warte, aber hat hohe Abklingzeit. Hat nicht so viel Angriffsgeschwindigkeit, aber viel Damage und mehr Reichweite, was definitiv gut ist. Okay, dann können wir hier noch einen auf der Ecke platzieren. Guck mal, dann kommt der überall dran. Okay, wir placen die hier mal eng beieinander. Guck mal, wie cool das aussieht. Let's go, Speakerman ist auch da. Okay, wenn wir gleich genug haben, platzieren wir direkt noch einen TV-Man. Yes, damit wir die blockieren können. Easy, ey, Freunde, wir werden die so hops nehmen jetzt. Wir werden die so hops nehmen. Gleich mal Speakerman auf, upgraden, aufleveln. Mal sehen, wie er dann aussieht. Ich bin gespannt, ob er dann zu dem großen Speakerman wird. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, guck mal. Oh, wir werden den Schwierigkeitsgrad easy schaffen jetzt. Ganz entspannte Nummer. Wir upgraden aber trotzdem erstmal schnell die Cameraman, weil die haben extrem hohe Angriffsgeschwindigkeit und machen dann direkt auch 20 Damage. Haben halt nicht so viel Reichweite, aber das ist erstmal egal. Wir placen auch mal noch einen von den Cameraman hier schnell. Weil ich denke, ja, das wird schon schwierig jetzt hier. Obwohl, warte. Speakerman mit Reichweite. Er hat nicht ganz gereicht. Okay, come on hier, zack, danke. Danke dafür. Und jetzt upgraden wir mal kurz einen Speakerman. Wie sieht er dann aus? Oha! Ah ja, guck mal. Okay, hat, aber der Lautsprecher ist ein bisschen klein, ne? Aber das ist genau... 50 Schaden? Der macht 50 Schaden? Quatsch mich nicht voll. 50 Damage? Bro, der macht die fast solo. LOL. 50 Damage direkt. Okay, warte, wir upgraden mal die beiden hier durch. Easy. Und bei den nächsten 750 upgraden wir mal noch die anderen Speaker. Guck mal, der macht die One-Hit, Bro. Er macht die einfach One-Hit auf easy. Guck dir das an. Alter, wenn die da reinbomben, ist ja richtig Game Over. Okay, als nächstes upgraden wir noch den TV-Man. Und warte, wir machen noch einen TV-Man hier hin. Besser, warte, hier noch so hin. Hier noch so hin. Da ist gute Position. Den Schwierigkeitsgrad schaffen wir jetzt easy. Damit schaffen wir auch diese... Warte, ich platziere schon mal einen Speakerman hier hinten. Wenn wir den gleich durch upgraden, weil die Reichweite wächst auch. Ihr seht es ja. Und wenn wir hier auch noch einen haben, der gleich 50 Damage macht, können wir alles, was hier noch an starken Gegnern durchkommt, direkt komplett abholen und wegbomben. Und das ist genau, was wir brauchen. Wir machen hier dafür auch noch einen TV-Man hin, dass wir die blocken können. Und dann sieht hier gleich niemand mehr Land gegen uns. Dann wird hier erstmal richtig aufgeräumt. Perfekte Kombination so. Richtig, richtig gut. Let's go. Pass auf, die kommen hier gleich in Reichweite. Nee, schafft er gar nicht. Oder doch? Doch, er kommt durch. Er kommt grob in Reichweite. Aber guck mal, er wird dauerhaft geblockt. Keine Chance. So, der hier muss auch abgegradet werden. Auch nochmal einen von den Speaker, von den Cameraman upgraden. Let's go. Das schaffen wir jetzt auf easy. Okay, come on. Ich bin gespannt. Da kommen jetzt die ersten Police-Dinger. Warte, wie viel Leben haben die eigentlich? Wie viel Leben haben die? Paar hundert, ne? Warte, kommt trotzdem durch? Nein! Upgrade. Hier auch einer. Upgrade. Hier einer zum Blocken. Hier hinten einer hin in die Ecke. Alter, das gibt es nicht. Die kommt. Wie viel Leben haben die genau? Mann, ich kann es nicht richtig sehen. 300 haben die nur. Wie kann es sein, dass die durchkommen? Oh, die habe ich direkt. Ups, was? Schlechter als eben? Bei Welle 9? Das kann nicht sein. Das ist ein Scam. Leute, hier sind wir nochmal in Welle 9. Ich habe diesmal einen etwas anderen Aufbau hier. Aber diese Polizeitoiletten rennen jedes Mal einfach durch. Ich kann nichts machen. Die sind einfach keine Ahnung. Was soll ich tun gegen die? Guck dir das an. Die marschieren einfach durch. Ich kann sie nicht aufhalten. Die sind zu stark. Die sind zu schnell. Ich weiß auch nicht, was das... Oh, wir leben noch. Oh, wait. We're still alive. Wir sind noch im Game. Okay, Moment.
Upgraden, upgraden, upgraden. Upgraden, so schnell wie es geht. Den hier auch durch upgraden. Okay, let's go. Let's go. Den hier auch sofort, wenn wir 1200 irgendwas haben. Oh, aber es wird wieder nicht reichen. Die werden wieder einfach durchrennen. Ja, guck dir das an. Es funktioniert einfach nicht. Wie soll man die denn aufhalten? Alter, guck mal, die ganze Bande rennt die auch alle. Oh mein Gott. Wie soll das funktionieren? Wie soll man die denn schaffen? Hä? Ich meine, wir sind doch jetzt schon gut dabei. Wie soll man denn den schweren Schwierigkeitsgrad dann schaffen, Freunde? Das geht doch gar nicht. Ich meine, G-Man hier, sogar den schaffen wir. Guck mal, den würden wir down machen. G-Man würden wir schaffen. Warte, ich lasse das mal kurz noch laufen hier. Guck mal, G-Man hat hier... Ja gut, wir tun uns ein bisschen schwer, aber Real Talk, den würden wir easy down kriegen. Der hat jetzt noch 800 Leben. Das würden wir locker schaffen, den fertig zu machen. Ey, ist ja voll fies. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur eine Sache gibt, die uns dabei helfen kann, dieses Level zu schaffen, Freunde. Und das ist... Oh, warte mal. Oh, jetzt habe ich hier nur... Oh, nur Speakerman. Aber egal, für 1250 Dollar können wir uns... Ihr werdet es gleich sehen. Wir haben Titan TV Man jetzt bei uns, Freunde. Wir haben Titan TV Man jetzt auf unserer Seite. Der wird gleich hier mit von der Partie sein, sobald wir ihn uns leisten können. Und dann wird hier richtig aufgeräumt. So viel ist mal sicher. Wenn wir es mit dem auch nicht schaffen, schaffen wir es mit niemandem. Ja, man kann auch 4 Türme haben, aber erst ab Level 15. Und ich bin erst Level 5 oder so. Das heißt, das geht jetzt noch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal noch auf entspannt uns ein bisschen Geld zusammensparen, bevor das so einfach funktioniert. Aber dann können wir gleich erstmal Titan TV Man platzieren. Und dann schiebt das hier schon mal direkt ganz anders. So viel ist sicher. So, wir räumen die hier mal weg. Das hier wird auch kein Problem sein, der Kollege. Ja, easy. Easy. Und wir haben nur 685 Dollar. Ja, okay, come on. Wir placen mal noch einen... Hier, noch einen TV-Man hier oben. Einen normalen erstmal. Damit wir die jetzt auch wirklich erstmal alle aufhalten können, die hier kommen. Sicher ist sicher. Weil wir haben jetzt schon mal mega viel Reichweite und so drin. Ja, doch, die brauchen wir schon, beide TV-Man. So, zack. Rein. Feuer. Was? Seht ihr, das ist das Problem, Leute. Das ist das Problem, dass wir gerade nur den Speakerman hier am Start haben. Der hat zwar viel Reichweite, aber die Angriffsgeschwindigkeit ist einfach nicht gut genug. Seht ihr das? Wie langsam die angreifen, das ist das Problem hier. Komm, einen Attack noch. Let's go, sehr gut. Und wir haben, warte, ich verkaufe die mal noch hier. Oh, es reicht noch nicht ganz. Nicht ganz 1250. Aber wir lassen die ein bisschen angreifen, dann können wir ihn uns leisten. Let's go. 1250 Dollar investieren wir jetzt. Rein da. Feuer. Feuer. Yes. Yo, guck ihn dir an, Bro. Wie viel Schaden macht der? 50 nur? Aber ich kann ihn upgraden. Wir können den upgraden? Alter, wir können... Yo, guck ihn dir an. Wir können Titan TV Man upgraden. Was soll er dann machen? Was passiert dann, wenn wir ihn upgraden? Wie viel Angriffsgeschwindigkeit hat er? 2. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Warte, wir upgraden den ja auch mal. Was kostet ein Upgrade? 2600. Okay, wir sparen mal ein bisschen, würde ich sagen, oder? Warte, wir upgraden aber erstmal noch die hier ein bisschen durch. Okay. Hier wird gleich aufgeräumt, Freunde. So viel ist mal sicher. Let's go. Okay, jetzt kommt hier so eine große Toilette. Ey, ich kaufe gleich noch einen davon. Wir upgraden erstmal den, dann kaufen wir noch einen. Der hat sogar große Reichweite. Guck dir das mal an. Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich den hier in der Ecke irgendwo platziert. Aber so ist auch okay. Vor allem blockiert er sogar die Gegner. Er macht 50 Damage und blockiert, wie ein TV-Man das halt macht. Brutal. Brutal. Ah, nein, wir machen anders. Ich kaufe direkt noch einen. Guck mal. Guck mal, wir kaufen direkt noch einen. Let's go. Besser ist es. Muss einfach sein. Es ist einfach besser so. Dann können wir hundertprozentig hier richtig aufräumen. Wir upgraden mal die Speakerman noch durch, weil die werden wir natürlich auch gleich brauchen, dass die hier ordentlich Damage machen. Come on, let's go. Upgrade, yes, easy. Wir platzieren davon nochmal noch ein paar mehr, weil wir werden gleich den TV-Man hier haben, der ordentlich am Blocken ist. Und wenn die hier ordentlich blocken, können die Speakerman hier unten richtig reinböllern, während die hier versuchen vorbeizufahren. Das ist jetzt schon Welle 9. Warte mal, hier wird es jetzt schon schwer, oder? Jupp, hier wird es jetzt schon schwer. Das wird jetzt direkt eine üble Nummer. Oh, aber die können ihn blocken. Die können ihn blocken. Guck mal, guck mal, guck mal. Können wir sie aufhalten? Ja! Let's go! Mach sie platt! Mach sie platt, die Scheißviecher. Let's go! Wie viel hat er noch? Nicht viel, oder? Nicht viel. Immer, ey, der hält, der fährt durch. Das gibt's nicht. Let's go, den machen wir jetzt aber platt. Come on. Yes! Okay, und jetzt upgraden wir den. Pass auf, wir upgraden. Jetzt macht er 5 und... Guck mal, jetzt hat er hier die Helikopter. Wir können ihn nochmal upgraden für 5000. Noch eine Stufe höher. Alter.
Okay, warte, jetzt erstmal rein hier, erstmal rein hier. Junge, hat er auch nochmal Reichweite dazu bekommen? Ich glaube schon, oder? Warte, der kriegt auch nochmal ein Upgrade hier unten. Warte mal. Boah, guck mal, wie viel Damage wir machen. Der kriegt Upgrade. Let's go. Alter, die fahren die, die überfahren die einfach. Guck dir das an. Easy, da haben die Polizeitoiletten keine Chance. Yes. Yes, Freunde, let's go. Okay, und auch G-Man, guck mal, G-Man wird hier weggefrühstückt. Wir machen noch höchstes Upgrade jetzt für 5000. Wie stark werden die auf 5000? Yo, er ist jetzt Sinn. Oh, 150 Damage. 1,6 Abklingzeit. Alter, der rasiert den weg. Der rasiert dem G-Man eine frische Frisur. Guck mal. Yes, wir haben es geschafft. Let's go. Wie, noch eine Welle? Es kommt noch eine Welle auf dem Schwierigkeitsgrad. Das ist nicht so gut. Das, ich meine, sollte kein Problem sein. Wir sind mehr als stark genug. Aber könnte schon ein bisschen problematisch werden, oder? Warte mal, ich place hier mal lieber noch einen. Das, weil der hier kann blockieren. Auf der höchsten Stufe macht er mal viel Damage, aber er kann nicht mehr blocken. Er kann diesen Block nicht mehr machen. Das ist dann nicht so gut, glaube ich. Wir brauchen schon noch welche, die auch blocken. Ansonsten schafft... Alter, was sind die denn hier? Junge. Ey, das schiebt ihn ja ganz anders gerade. Let's go, warte. Wir upgraden gerade mal die kleinen TV-Man hier auch noch durch, dass die auch reinblocken. Ey, niemand hat hier irgendeine Chance. Niemand kommt hier mehr durch. Ich lasse das jetzt so stehen. Wir sparen jetzt einfach Geld. Easy. Keine Ahnung, wie viele Wellen wir hier haben auf schwerem Schwierigkeitsgrad. Auf leicht waren es halt 10 eben. 10 haben wir eben. Danach waren wir durch. Ich dachte, wir haben es jetzt geschafft, weil wir G-Man besiegt haben. Aber scheinbar ist hier schwere Schwierigkeitsgrad, ist hier noch nicht zu Ende. Deswegen lassen wir das mal laufen und schauen mal, was passiert. Schauen wir uns mal an, was so abgeht. Übrigens ist das hier schon die höchste Ausbaustufe vom Speakerman. Der wird nicht krasser. Also größer als der hier wird er gar nicht. Also, oh, hier ist nochmal G-Man. Ist das eine stärkere Version oder was? Wahrscheinlich schon, oder? Warte, die anderen... Ja, nee, nee, hat wieder 5000. Also genauso stark wie eben auch, okay? Aber von den anderen sind noch viele dabei. Irgendwelche Rocket Launcher Toiletten, Raketenwerfer Toiletten. Aber ich glaube, die sind jetzt auch schon down, oder? Jupp. Jupp. Und der nächste, der hier jetzt baden geht, ist G-Man. Wie viel Leben hat er? Ich kann es gerade nicht sehen. Jo, er ist direkt besiegt. Er schafft keinen Meter. Es kommen noch mehr Wellen, aber kann mir egal sein. Ey, Freunde, kann mir so egal sein. Ich habe 36.000 auf dem Konto. Ich kaufe hier einfach noch ein paar von den Großen, von den Big Boys. Und dann passiert hier genau gar nichts. Wo wollen die hin? Guck dir das. Warte, wir machen anders. Ich upgrade die hier jetzt durch. Die können jetzt hier alle gnadenlos reinrasieren. Let's go. 150 Damage, Abfahrt. Was wollen die machen? Da kommt niemand durch. Boah, guck dir das mal an. Alter, die haben gar keine Chance. Niemand schafft's. Und es kommt noch eine Welle. Nee, nicht mit mir. Nicht mit mir. Die empfangen wir jetzt gebührend, Freunde. Hier kommen noch mehr Wellen. Macht ruhig. Ich warte hier auf euch. Ich warte auf euch hier. Macht ruhig nur. Alter, zweimal G-Man. Aber vergesst es. Vergesst es. Junge. Wir sind TV-Man. Wir sind Speaker-Man. Wir sind Cameraman. Hier kommt niemand durch. Die Nummer ist gelaufen. Keine Ahnung, wie viele Wellen es hier gibt. Juckt mich gar nicht. Wir haben 25 Türme. Mehr kann ich nicht platzieren. Hier kommt niemand durch. Ich glaube, das ist ein starker G-Man. Der sieht groß aus. Aber der schafft es trotzdem nicht. Guck dir auch mal die Reichweite an. Der kann von hier hinten schon attackieren. Guck mal, er fällt einfach um. Alter, ist das krass. Okay, das ist heftig. Das ist... Oh, die haben Infected. Die haben Infected Titan Speakerman. Wie stark ist der? Oh, ich kann nicht sehen, wie viel Leben er hat. Oh, der ist aber stark. Oh, stopp. Hey, hey. Upgrade. Warte mal. Was ist denn hier los? Schafft er das? Warte mal. Nein, nein, nein. Wie viel Leben hat er? Kann ich sehen? 25.000. Warte. Platzieren. Platzieren. Noch ein, noch ein, noch ein. Let's go. Upgrade, upgrade. Upgrade, upgrade. Upgrade, upgrade. Und nochmal. Wir können ihn nicht blocken. Der fährt einfach durch. Wir müssen ihm Schaden machen. Das juckt den gar nicht. Alter, den hätten wir niemals geschafft ohne den Game Pass. Keine Chance, wenn wir das hier nicht alles gekauft hätten. Alter, der fährt immer noch einfach durch. Jetzt haben wir ihn. Let's go. Jetzt. Jetzt. Wir haben den schweren Schwierigkeitsgrad geschafft. Let's go, Freunde. Yes! Freunde, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, schreibt Toilette in die Kommentare. Dann machen wir noch ein Video. Denn es gibt hier im Shop, wir können noch upgraded Titan Cameraman
und Upgraded Infected Titan Speaker Man können wir auch noch kaufen. Wir haben jetzt im Klonlauf hier erstmal unsere eigenen Klone nur dabei und wir können später noch mehr Klone kaufen. Wir werden gleich aber dann auf die Skibidi-Toiletten rübergehen, aber wir gucken jetzt gerade erstmal. Weil wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommen 5 Klone dazu. Wenn wir hier durchgehen, verschwinden 2 und wir müssen aufpassen, dass wir immer genügend Klone am Start haben. Und dann müssen wir mal sehen, wie weit wir hier kommen können. Warte, was ist das hier am Ende? Warte, haben wir dann hier... Haben wir dann hier jetzt den... Wow! Können wir dagegen... Wow, Alter, die machen das ja übel platt! Yo! Da sind auch ein paar gestorben. Aber wir haben die Burg niedergerissen. Yo, easy! Oh, jetzt sind wir auf der nächsten Stufe. Strong. Und wir haben 6 Münzen bekommen. Mit den Münzen können wir dann noch Upgrades kaufen. Mehr Klone, stärkere Klone und so weiter. Aber viel wichtiger noch, Leute. Wir können uns Skibidi-Toiletten-Spinnen als Klone ausrüsten. Und uns damit jetzt eine richtig wilde Toilettenarmee bauen. Die jetzt hier hinter uns herläuft. Und die wir gleich benutzen können, um hier alles niederzureißen. Und die Münzen müssen wir einsammeln, das ist wichtig. Warte, hier plus 6. Minus 4. Alter, guck mal, wir haben 25 Toiletten. Let's go! Yo, guck mal, wie das abgeht. Jo, das sind... Oh! Alter, wow, wow. Wir haben es fast nicht geschafft. Habt ihr das gesehen? Wir haben es fast nicht geschafft. Alter, das war knapp. Aber warum habe ich nur noch 13 Münzen? Ich hatte doch eben mehr. Wo sind denn meine Münzen hin? Jetzt haben wir hier irgendwie so ein Wüstenlevel. Warum habe ich gerade Münzen verloren? Hä, habe ich was falsch gemacht? Wieso kann man denn Münzen verlieren? Hä? Warte mal, wenn ich mich... Jetzt habe ich 14. Oder habe ich keine verloren und ich habe einfach nur falsch geguckt? Doch, ich hatte doch eben mal mehr, oder? Warte mal, jetzt haben wir hier 18 Münzen, 19 Münzen. Warte, achten wir mal drauf. Warte, ich kann dir ja auch helfen, ich kann ja auch mitkämpfen. 20 Münzen, oh oh, Klone wiederbeleben. Nee, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Okay, aber ich habe meine Münzen noch. Okay, wahrscheinlich habe ich eben einfach nur falsch geguckt. Also ich sammle gerade erstmal ein paar Münzen, Freunde, weil wir glauben, wir brauchen offensichtlich ein paar Upgrades. Ihr habt es gesehen, gerade habe ich es nicht geschafft, die Burg zu besiegen, obwohl wir eigentlich viele Klone hatten. Obwohl, warte mal, wir können jetzt noch viel mehr haben. Warte mal, 32, 39... Wow, 43? 47? Wie viel sind das jetzt? 52 Klone? Wenn das nicht reicht, weiß ich aber auch nicht. Ja! Let's go! Alter, die Burg komplett wegrasiert. Easy. Guck mal, die haben sogar Schwerter jetzt teilweise. Okay, und jetzt können wir hier Klonschaden verbessern. Jetzt machen die Klone mehr Damage. Let's go. Okay, hier nochmal plus 6. Plus 5. Plus 5. Perfekt. Alter, oh, der Weg wird jetzt auch länger, oder? Also wir können maximal, können wir, glaube ich, 100 Klone haben. Wenn ich das eben richtig verstanden habe. Oder warte mal, nein, nur 50, oder? Ist 50 unser Maximum? Ja, 51, 2, nee, nee, wir können mehr. Okay, aber erstmal jetzt hier die Burg platt machen. Wow, wie easy war das denn? Alter, wie viel Schaden machen wir? Übel viel Schaden scheinbar. Jo, und jetzt sind wir in so einem Wolkenlevel. Jo, wie krass. Oh, jetzt gibt's hier auch... Wow, jetzt kann man hier plus 14 mal 1,8. Warte, minus 7 plus 13 mal 1,5. Alter, wie viele Klone kann man jetzt hier bekommen? Was geht denn da jetzt ab? Yo, warte, minus 5? Ja, minus 5 nicht so schlimm. Plus 10? Plus 12? Plus 5? Alter, wir haben 100! 100 Klone? Ne, die haben sich auch noch aufgelevelt. Alter, die leveln sich auf. Guck mal, die werden... Die haben bessere Waffen auch. Alter, yo, wie krass. Let's go. Hä, das macht ja mega Bock, das Game. Was geht ab? Warte, plus 13, minus 3 und mal 1, mal 1,9? Ey, Digga, chill mal. Weißt du, wie viel das ist? Plus 10. Plus 13. Warte, minus 5. Plus 3. So, und dann 10. 9. Ey, die Musik ist auch geil. 11. 9. Und minus 8 nochmal. Aber das ist okay. Was ist hier? Ist das ein Schutzschild? Das ist ein Schutzschild. Aber das machen wir platt. Ja, guck mal. Unsere Skibidi-Armee, let's go. Alter, ich kann schon nicht mehr richtig reden. Wir sind im Weltall, was geht ab? Wie krass, warte, wir können Upgrade kaufen. Aber ich will ein bisschen sparen. Ich will
Obwohl, am Anfang, mehr Klone am Anfang bringen uns auch nichts. Wir brauchen noch mehr Schaden. Ah, nee, warte. Das kostet 50. Okay, dann Gesundheit. Okay, let's go. Let's go. Hier, plus 3. Und die Wege werden auch immer länger, ey. Weißt du, was wir hier noch für eine riesige Armee irgendwann aufstellen können? Plus 10. Mal 1,3. Easy. 11. Alter, guck mal, wie viele jetzt kommen. Warte, zack, zack. Einsammeln. 1,5. Let's go. Nochmal 5. Alter, wir haben über 100. Nochmal 5. Warte, minus 3. Oh, jetzt sind wir wieder unter 100. Minus 10. Aber jetzt kommen wir wieder auf 106. Let's go. Und rein hier in die Burg. Die hat keine Chance. Easy. Yo, guck mal. Ey, das macht mega Spaß, das Spiel. Warum macht das so viel Spaß, hä? Oh, ich habe gerade ein Angebot bekommen. 250 Münzen für nur 5 Robux. Kaufe ich. Kaufe ich. Leute, wie immer. Wenn ihr günstige Robux wollt, erster Link in der Beschreibung. Da gibt es die günstigsten Robux. Und jetzt können wir uns hier Klonschaden, Klongesundheit nochmal Schaden leisten. Und Geschwindigkeit. Let's go. Also, Freunde, günstige Robux. Wie immer, erster Link in der Beschreibung. Bei Instant Gaming gibt es die besten Deals. Warte mal. Hä? Jetzt habe ich 0. Minus 6? Was? Warte, 14? Und mal 2. Minus 5? Plus 12. Plus 11? Minus 11? Alter, wieso ist so viel Minus hier? Minus 3? Mal 1,4? Plus 7? Plus 8. Boah, das reicht niemals, oder? Oder doch? Doch, reicht. Reicht, wir sind stark genug. Easy. Yo, let's go. Nice. Abfahrt, Freunde. Aber ich würde sagen, es wird Zeit zu switchen. Wir switchen jetzt auf die Mega-TV-Männer. Das sind jetzt unsere neuen Klonarmeen. Die nehmen wir jetzt mal mit. Aber guck mal, wie es abgeht. Ey, die sind halt auch richtig krass, ne? Die Mega-TV-Männer. Die sehen übel aus. Die sind auch übel. Die werden jetzt hier richtig wegrasieren. So, nochmal mal 1, 2, 1. Wir sind schon bei 111. Let's go. So ein bisschen Minus. Plus 10. Okay, minus 3, minus 11, minus 9. Ja, chill, Bro. Mach doch nicht so. Okay, aber wieder plus 13. Plus 9. Minus 13. Und plus 3. Und ganz viele Münzen. Und dann wird das hier jetzt erstmal auseinandergefetzt. Auf entspannt. So. Die hier, was war das? Grüne Festung? Keine Chance. Auf welchem Level sind wir jetzt hier? Das ist irgendwie, was ist das hier? Keine Ahnung, Dschungel oder was? Keine Ahnung, ich habe nicht gelesen eben. Aber plus 11, mal 1, 2, minus 15. Warte, 12, 8, 10 und mal 1, 9. Alter, das ist heftig. Plus 9, mal 1, 3 nochmal. Yo, warte, minus 10. Oh, jetzt ist voll viel Minus hier. Nö, hör mal auf mit dem Minus. Warte, mal 1, 2, plus 4, 10, minus 12, plus 9. Okay, aber 125 hier. Jetzt haben wir hier noch so eine Mauer. Die hat keine Chance gehabt. Und hier die Festung. Jo, guck mal, die wissen gar nicht, was passiert. Alter, komplett wegradiert. Easy. Es ist richtig cool. Guck mal, wie unsere Armee abgeht. Jetzt sind wir auf dem Mond. Einfach auf dem Mond, Bro. Oh, das war ein Fehler. Oh, warum bin ich durch mal 1,7 gelaufen? Ich hatte doch nur 2. Boah, jetzt minus 19. Uff. Plus 8, mal 1,9, okay. Minus 4, nochmal mal 1,9, okay, strong. Plus 14. Ja, okay, jetzt kommt sie wieder. Jetzt geht's wieder los, Leute. Plus 14 hier. Hier auch plus 14. Ich weiß nicht, was diese Blöcke sind, die da immer liegen. Aber da steht immer Minus dran. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier einzusammeln. Okay, wir haben wieder so eine Festung mit Schutzschild. Aber kein Problem für uns. Die machen wir weg. Die machen wir weg. Easy. Schutzschild, kaputt. Festung. Die ist stark, aber kaputt. Easy. Yo. Ey, das Game ist wirklich cool. Ich weiß auch nicht, das macht mir voll Spaß. Ich weiß gar nicht, warum. So, warte, wir können hier irgendwie Superklone spawnen. Oh, so super TV, Otto. Warum ist der so groß? Alter. Guck mal. Ich habe einen super TV-Mann gespawnt. Warte mal. Was ist denn das hier für eine Runde? Plus 13. Minus 3. Plus 15. Minus 8. Plus 15. Ah ne, jetzt ist hier viel Minus.
Eben war voll krass, jetzt ist voll viel Minus. 14, 6, 18, minus 18? Was geht denn bei euch? Warte, aber was ist für Musik? Alter, plus 3, plus 10, plus 9 und rein in die Festung. Zack. Alter, jetzt sind die alle voll groß. Warum sind die alle so groß? Alter, die werden voll stark, wenn wir so viele Level aufsteigen. Guck dir das mal an. Joho, es geht ab. Guck mal, wenn wir hier loslaufen, sind die so klein. Wenn wir hinten ankommen, sind die schon voll groß. What? Heftig. Ey, ich find's cool. Okay, wir kaufen uns nochmal Gesundheit. Let's go. Jetzt sind wir hier irgendwie, was ist das hier? Der Mount Everest oder was? Plus 4, plus 15. Mal 1, 2. Mal 1, 2. 13. 15. Boah, ich will mal so eine richtig riesig große, heftige Armee haben. Da darf aber nicht so viel Minus kommen. So 6, 7, 14, 10 ist okay. 14 plus, minus, oh, jetzt ist viel Minus, nee. Oh. Aber warte, nochmal plus, 4, 5 und einmal minus 9, das ist okay. Alter, guck dir mal an, was das jetzt für Riesenviecher sind. Guck mal, wie die hier reinrennen, Alter. Die machen das alles platt. Die brauchen mich gar nicht, die können das alleine machen. Yo! Ey, hey, das Game macht voll süchtig. Was geht hier ab, Mann? Das macht übel Spaß. Hä? Warte, kann man eine Belohnung einsammeln? Nee, ich scheinbar nicht. Ich krieg nichts. Toll, danke für nichts. Okay, das geht hier ins Los mit plus 14 direkt. Plus 6, nochmal hinterher. So, minus 5, plus 10, plus 12 auf entspannt. Plus 12 nochmal. Boah, wenn wir mal irgendwie, keine Ahnung, wenn wir 90 haben und dann mal 2 kommen würde, Leute. Das wäre krass. Oder jetzt hier, wow, mal 1,7. Und wir hatten schon... Oh, wird das Highscore, warte mal. 4, 7. Oh ne, da kommt jetzt viel Minus. Aber ich glaube, es ist nur wenig Minus. Warte, plus 5, minus 8, minus 3. Okay, ne, ist kein Highscore, aber es ist trotzdem viel. Nochmal minus 11 hier. Ja, klar, warum nicht? Und nochmal plus 5 auf easy. Und jetzt hier die Festung. Kommt, Jungs, ihr macht das ohne mich auch. Ey, guck mal, wie die Festung auflösen. Hä? Einfach wegrasiert. Komplett weggelöscht. Zap, zarab. Heftig. Okay, warte. Hier kann man auch Rebirth machen. Dafür braucht man 100 Münzen und wir müssen auf Stufe 20 sein. Okay, wir sind auf Stufe 14. Wie viele Level gibt es hier in dem Spiel? Warte mal, 12. 1, 5, 8, mal 2, mal 2, let's go, mal 2 so stark, mal 1, 4 und mal 1, 7 direkt hinterher, Alter, 162 Klone, hat er plus 8, minus 13, plus 6, plus 5, Alter, stell mal vor, jetzt kommt nochmal mal 2 oder so, wow, aber wir haben 7, wir haben 3, dann haben wir minus 3, minus 8, na, okay. Aber dann wieder plus 7, let's go. Minus 9. Plus 3. Plus 8. Minus 6. Okay, und rein da, Freunde. Let's go. Mach ihn platt. Weg mit der Festung. 156, aber Highscore, glaube ich. Ich glaube, das ist Highscore. Hier schön die Münzen eingesammelt. Easy. Und jetzt können wir nochmal Klonschaden aufleveln. Alter, die sind doch schon voll stark. Die sind doch schon voll stark. Machen wir sie noch stärker. Okay. Oh, hört ihr das? Das ist die Musik aus der einen SpongeBob-Folge, wo die Party machen in SpongeBobs Haus. Krank. Let's go. Yo. Wie geil ist das denn? Yo, bestes Spiel in Roblox. Was ist das hier? Was geht ab, Mann? Hier sind ganz viele Münzen. Plus 15. Plus 12. Alter, warte mal. Was kommt da hinten noch so? Können wir den Highscore machen? Nee, können wir nicht. Ah, Mist. Geht nicht. Hier ist zu viel Minus schon wieder. Zu viele Minustore. Aber 13? 12? 8? Ich bin schlecht in Mathe, aber es kommen gute Zahlen bei raus. So, warte. 6? 6? Jetzt nochmal 12 und 5? Nee, reicht nicht für Highscore. Oh, Schutzschild und Mauer. Das ist neu. Schutzschild und Mauer. Aber wir haben gerade ja nochmal Schaden gekauft. Ich glaube nicht, dass das ein Problem darstellt. Nee, tut's auch nicht.
Alter, guck mal. Einfach aufgelöst hier alles. Auf easy. Ja, moin. Ey, so ein nices Game. Ist eigentlich so simpel, aber es macht übel Bock. Freunde, wenn ihr mehr davon sehen wollt, Daumen nach oben. Channel abonnieren, denn es gibt hier auch noch so Titan Speakerman Morphs und Titan Kameramann Morphs. Und ihr seht es schon, wir sind hier unterwegs in der Stadt als Kameramann. Das hier ist hier übrigens ein Roblox-Game, Freunde. Oh, was geht hier ab? Warte, kann ich den abspülen? Abspülen. Wow, ich habe ihn abgespült. Let's go. Aber ich kann auch irgendwie... Wie kann ich denn zuschlagen? Oh. So. Ah, okay, ich kann irgendwie so... Okay, okay. Weil wir können uns hier irgendwie aufleveln, Freunde. Also wir können hier diese Toiletten besiegen und können uns dann aufleveln und uns in immer stärkere... So wie er, da oben, uns in immer stärkere Charaktere verwandeln. Also wir können quasi vom normalen Kameramann zum ultrastarken Turbo-Titan-Kameramann werden. Dafür müssen wir nur genügend Toiletten wegklatschen. Und dann... Weiß ich nur noch nicht genau, wie das funktioniert. Wir werden es aber noch rausfinden. Hier ist erstmal eine Skibidi-Polizei. Die flaschen wir einfach weg. Weggeflasht und wieder weggeflasht. Auf easy. Oh, warum ist der so groß? Alter, chill mal. Warte, kann ich mich auch hier... Ich kann mich hier auch verstecken. Guck mal, kann mich hier auch verstecken. Easy. Ah, ich sehe, wenn wir 25 Wins haben, kommen wir auf die nächste Stufe. Wir haben jetzt gerade 12. Okay, 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 warte mal. Da müssen wir... Okay, da ist eine Toilette drin. Da komme ich aber nicht dran. Das heißt, wir müssen noch mehr Toiletten erledigen, damit wir stärker werden. Okay, und hier oben, wenn eine bestimmte Zeit vergeht, kriegen wir 5 Wins und gleich noch so eine Lasergun, die wir benutzen können. Damit können wir wahrscheinlich noch schneller Kills machen und mehr Wins sammeln und noch stärker werden. So, erstmal den hier wegflaschen. Locker. Okay, der bringt, glaube ich, 10 Wins. Kann das sein? Oh, der ist groß, der ist groß. Mach ihn weg, mach ihn weg. Oh. Easy, Freunde. Let's go. Warte mal. Können wir jetzt schon? Moment. Warte, lass das mal zählen. Der Counter müsste gleich hochgehen. Wir haben jetzt 22. Wieso steigt es nicht? Ich habe noch eine Toilette erledigt. Okay, Freunde, keine Ahnung. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann die Wins steigen. Aber wir löschen ihn hier mal weg. Zack, abgespült. Und jetzt haben wir 23. Okay, der eine hat eben irgendwie nicht gezählt. Kein Plan, Leute, was da abgeht. Er ist hier am Tanzen. Ja, moin. Was geht ab, ey? Wo hat auch irgendwie so Klingen als Hände? So, warte, hier. Goldene Toilette. Weg damit. Easy. Und jetzt haben wir einen neuen Morph. Let's go. Jetzt können wir ihn hier freischalten. In den... Alter, guck mal. Ey, yo, wir sind schneller. Wir können höher springen. Easy. So, Kollege, jetzt hau ich dir erstmal hier mies einen rein. Zack. Und abspülen tue ich dich auch. So. Easy. Oh. Welle 9. Welle 9 ist am Spawn. Infizierter Speakerman. What? Okay, warte. Ich sammle erstmal hier noch 5 Wins ein. Und gleich kriegen wir noch eine Lasergun. Die wird uns bestimmt weiterhelfen. Aber was geht denn hier hinten ab, Leute? Oh ja, hier sind infizierte Kameramänner. Warte mal, kann ich die... Boah, ich hab ihn einfach gehauen. Let's go. Warte, kann ich die abspülen? Oh, die haben mich besiegt. Was? Wie geht das denn? Alter, wieso sind die so stark? Warte mal, stopp. Alter, was denn? Okay, Moment, Moment. Morphen. Schnell. Schnell. Jupp. Und jetzt abspülen hier erstmal. Oh nein. Ich mache nicht genug Schaden. Obwohl ich so ein großer Kameramann bin, mache ich nicht genügend Schaden, um hier die Infizierten wegzuklatschen. Die machen mich einfach platt. Was soll denn das? Oh, warte. Ich konnte so eine Pistole einsammeln. Warte mal, aber das sind... Ah, nee, der ist Verbündeter. Entschuldigung. Okay, wir brauchen 50 Wins, um uns in den nächsten Kameramann zu verwandeln. Haben wir gleich schon, okay. Warte mal, ich spüle erstmal den Kollegen hier direkt wieder ab. Skibby Threehead mit 3 Köpfen. Weg mit dir, hau ab. Hau ab, geh mal heim. Danke. Aber das gibt 3 Wins, weil er 3... Oh, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Wer ist er? Upgraded Big Boss? Okay, wir brauchen diese Dark Laser Gun. Die Dark Laser Gun, oh mein Gott. Die kann ich aber gleich erst freischalten. Die brauche ich aber dringend, damit ich auf den schießen kann. Wow. Warte mal, den hier spüle ich mal weg. Zack. Kann ich noch ein paar Wins sammeln, damit ich auf Level 50 schon mal komme. Weg mit ihm hier auch. Und den großen Otto hier spülen wir auch einfach ab. Let's go. Skibby Big, aber keine Chance gegen mich, Bro. Und hier haben wir nochmal Skibby 3 Kopf, aber der, den spülen wir auch einfach weg. Auf easy. Und jetzt
haben wir einen neuen Morph freigeschaltet. Let's go. Der Titan-Kameramann sind wir jetzt schon. Let's go. Was? Und wir haben hier sogar eine Titan, so eine Titankanone. Wow, warte, was ist der nächste Morph? Der nächste Morph ist 100 Wins. Warte, kann ich hier mit der Titankanone, macht 150 Schaden. Ist aber eigentlich zu wenig Schaden, oder? Hä, wie viel Leben hat denn der Typ hier? Ey, geh mal weg hier. Hau mal ab, lass mich in Ruhe. So, abgespült. Du wirst weggespült. Zack. Also mit 100 Wins können wir gleich so einen anderen Kamera-Otto freischalten? Oder war das, das war so ein Speaker-Man, der andere, ne? Mit 100 Wins gibt es den erst. Okay, krass. Okay, vielleicht können wir hier einen von diesen Fliegeratzen wegknallen. Wenn ich ihn treffe, heißt das. Hier schießt er mal rein, 150 Schaden. Boah, der hat auch Skibby Jetpack, der hat auch 10.000 Leben. What the hell? Das schaffe ich niemals allein, ich brauche Hilfe. Hey, die Leute müssen mir hier mal helfen, was soll denn das? Also man kann hier bis, wow, bis 10.000 Wins, dann kriegen wir Cinema-Man. Das ist der größte hier, der größte TV-Man ist das. Und hier unten geht es dann noch weiter? Mit 38.000 Wins? Alter, wie viele Wins kann man sich denn hier verdienen? Was ist denn da los? Guck mal, hier fliegt der Kollege jetzt rum. Aber ich mache dem nur 150 Damage. Guck mal, das juckt den gar nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Ich kann den ganzen Tag drauf schießen. Der macht trotzdem, was er will. Ja, moin, klasse. Viel zu stark. Oh, jetzt sind hier Infected Medium Cameraman unterwegs. What? Aber warte mal. Ah, nee, ich krieg gleich erst die Dark Laser Gun. Ich hoffe, die Dark Laser Gun macht auch nochmal gut Schaden. Weil das, was ich hier gerade habe. Was ist denn die Boost Machine? Oh. Was kann man hier kaufen? Für Robux? Mehr Schaden, Fliegen und was weiß ich. Okay, cool. Bringt mir jetzt erstmal nicht so viel. Aber warte, kann ich hier die Waffen mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Ah, nee, den Flammenwerfer muss man erst kaufen. Ja, okay, ja, dann halt nicht. Sorry, Mann. Okay, aber wir können hier in die kleinen Kollegen einfach reinschießen, oder? Ich meine, was wollen die machen? Die sind halt zwar infiziert, aber die können ja nichts. Was wollen die machen? Aber wir haben nur diese Giant Camera Gun, ne? Wir haben sonst keine Waffen. Ist eigentlich echt belastend. Aber warte mal, können wir eigentlich hier oben auf das höchste Gebäude drauf? Schon, oder? Oh, warte mal, da unten ist so ein großer Skibidi, 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 Skop, Skop, Skibidi. Warte mal. Den schnappen wir uns jetzt erstmal hier. Zack. Du wirst abgespült. Oder auch nicht. Okay, sorry. Wieso kann ich ihn nicht abspülen? Wieso kann ich den nicht abspülen? Der hat eine Maske auf. Hey, Bro. Lass dich doch mal abspülen. Hey, ich kann ihn nicht abspülen. Wieso kann ich den nicht abspülen, hä? Oh, habe ich ihn erledigt? Nee, doch. Wow. Okay, krass. Aber ich kann... Wieso kann ich nicht abspülen, hä? Macht ja gar keinen Sinn. Wow, was ist eigentlich mit ihm hier? Er tanzt hier oben, aber er kämpft gar nicht. Brody, mach doch mal was. Hilf uns mal. Die sind hier irgendwo am Rumtanzen. Und da hinten brennt die Luft, oder was? Aber ich sammle jetzt auf jeden Fall erstmal auf 100 Wins. Damit wir uns den nächsten Morph, das nächste Level freischalten können. Weil rein theoretisch müssten wir dann nochmal stärker werden. Der hier ist jetzt ja schon ziemlich strong. Der nächste wird ja dann so ein Speaker-Man. Rein theoretisch müsste der ja noch stärker sein. In der Theorie zumindest. Mal sehen, ob das auch stimmt. So, den löten wir auch mal weg hier. Easy. So, den kleinen hier. Komm, zack. Oh, hat er überlebt? Ey! Geh mal drauf, Mann! Danke. Aber warte, wir kriegen jetzt auch erstmal die Dark Laser Gun. Macht die mehr Schaden? Nee, die macht gar keinen Schaden. Hä? Die Dark Laser Gun macht gar nichts. Die tut die nur einfriesen. Ja, okay, ich meine, ist auch nicht schlecht, aber ich wollte lieber was, was Schaden macht. Ich meine, gut, wir haben immerhin die... Warte mal, steht das hier bei, was die macht? Nee. Wir haben ja noch eine Super Laser Gun und eine Death Gun. Die Todeskanone. Ich hoffe, die macht auch das, was dran steht. Oh, was geht denn da? Wir haben hier irgendeine Invasion schon wieder. Warte, da müssen wir rein. Da müssen wir helfen. Die greifen mir an. Hier können wir unsere Kanone aber gut benutzen. Das ist gerade die nächste Welle, die ist. Und wir haben fast 100 Wins. Also ab dafür. Let's go. Alter, die fahren hier alle platt. Okay, aber egal. Rein da. Na komm. Feuer. Alter, wie viel Leben haben die? Alter, die halten übel viel aus. Ich hoffe, die geben auch gut Wins. Warte, ich kann ja mal mit der Lasergun kurz reinschießen. Und die ein bisschen freezen. Guck mal, das funktioniert sogar. Mit der Lasergun rein. Und dann sind die kurz gefreezed. Und dann kann man mit der anderen Kanone wieder rein. Voll gut, gute Kombo. Wenn wir jetzt noch den Flammenwerfer hätten, Freunde, dann würde es hier richtig abgehen. So, zack, zack. Und zack. Erledigt. Yes. Und, boah, 126 Wins. Stark. Guck mal, da haben wir direkt jetzt hier Basic Speaker Man haben wir jetzt. Hi. Lol. Hä, wir können nicht springen. Wir haben den normalen Punch, wir haben die Dark Laser Gun. Aber es bringt uns ja alles nichts. Was ist dann der nächste Morph?
150 Wins für den nächsten Speaker, man. Alter, ich dachte, jetzt sind wir hier schön strong unterwegs, ey. Aber ich glaube, wir können die Dark Laser Gun echt gut benutzen, um die hier kurz zu freezen. Und dann können wir die einfach wegspülen und kriegen direkt wieder Wins. Dann können wir uns nämlich mal schnell 150 Wins ranholen, um den nächsten Speakerman noch freizuschalten. So, zack hier, den Skibby-Professor ist kaputt. Easy. So, zack, hier ist Skibby Medium. Weg. Easy. Hier so einen großen Heinrich auch. Zack. Weg. Hier ist noch so eine goldene Toilette. Warte. Zack. Weg. Nochmal eine Polizeikorps. Wir haben schon fast 150. Lol. Das geht besser als eben, wo wir groß waren. Hä? Was geht ab? Wir brauchen wirklich mindestens 8500 Wins, um zur ersten Version von Cinema zu werden. Und Cinema ist halt schon turbo-stark, Freunde. Ne? Zack. Schieß mal in den rein. Easy. So. Hier. Viel Spaß. Du wirst abgespült. So. Zack, du wirst auch weggespült hier. Na, okay, du halt zuerst, wenn du unbedingt weggespült werden wirst. Ist ja nicht mein Problem. So, warte, der hier auch, der hier auch. Zack. Und dann müssten wir jetzt schon. Na, ja, nächster Morph, Freunde. Let's go. Jetzt sind wir Medium Speakerman. Hi, ich bin's, Leute. Ich bin Speakerman. Whoa. Wie war das? Wie hast du mich genannt? Zack. Ich trete dich. Zack. Oh Mann, ich kann ihm keinen Schaden machen. Wieso kann ich ihm keinen Schaden machen, wenn ich zuhaue, hä? Das gibt's doch gar nicht. Wieso funktioniert das nicht? Also das mit dem Zuhauen. Wir haben zwar diese Punch-Fertigkeit und ich kann ihn ja auch schlagen und treten. Ah, jetzt macht's Schaden. Ah. Okay, funktioniert doch. Aber ich glaube, abspülen einfach mit der Lasergun rein und dann einfach hier... Blup, geht einfach am besten. Ich meine, das ist so easy. Guck mal. Der weiß gar nicht, was passiert. Jawohl. Aber Freunde, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt und wie wir uns vielleicht maximal hocharbeiten bis zum heftigsten, größten Win hier hinten, bis zum heftigsten Morph, meine ich, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Und wir sind jetzt scheinbar zu Hause? Oder was geht hier ab? Warte mal, ein Umzugstruck? Wir ziehen um? Okay. Also ich weiß jetzt nicht genau, aus welcher Sicht wir hier die Story erleben und was hier alles passiert. Aber offensichtlich startet es erstmal hier bei uns zu Hause irgendwie oder so. Wow, dieses Haus ist so groß. Ja, ist echt groß, ne? Nice Bude aber eigentlich. Die Schlafzimmer sind oben. Okay, wir können auch irgendwie Licht an- und ausmachen. Okay, also erstmal die Kisten nach oben tragen. Also scheinbar sind wir in eine neue Gegend gezogen, bevor hier gleich die Skibidi-Toiletten-Apokalypse passiert. Oh, was? Ich habe nur 40 Sekunden Zeit, um die Boxen hier zu moven. Ey, chillt mal. Macht mal langsam, Freunde. Warte mal, ich bewege das mal alles schnell hier. Das kriegen wir aber hin. Kann ich sprinten? Nö, kann ich nicht. Okay, warte. Oh, schaffe ich das alles überhaupt? Oh, Backe. Zack. Schnell, 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 schnell. Aber das ist natürlich auch doof, ne? Wir ziehen in ein neues Haus ein. Direkt danach übernehmen hier die Skibidi-Toiletten die Weltherrschaft. Das ist natürlich... Sagen wir so, ist doof gelaufen auf jeden Fall, ne? Oh mein Gott, ich schaffe das niemals rechtzeitig. Hä, warum sind das so viele Kisten? Wie geht das denn? Okay, warte. Das hier machen wir aber noch voll schnell. Wenigstens das noch. Zack und zack. Okay, okay. Ja. So viel geschafft wie ging. Immerhin. Okay, was haben wir hier? Kann ich hier den Raum? Ah, ich kann einfach durch die Tür gehen. Ja, moin, okay. Hier haben wir noch ein cooles Bad. Und sogar einen Spielplatz draußen. Ja, das ist ja mal... Also, das ist wirklich ein brutal krasses Haus, Freunde. Also, jetzt mal, Es gebe die Toiletten mal beiseite, Freunde. Was ist das bitte für eine coole Bude hier? Also ich würde ja auch einziehen, Real Talk. Freunde, würdet ihr auch einziehen? Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben aufs Video da. Also was geht denn hier? Oh, wir können hier sogar wippen? Yo, guck mal. Obwohl niemand da ist. Wir wippen mit den Geistern. Let's go. Okay, wir haben gerade ein bisschen Zeit, uns erstmal umzusehen. Hier haben wir haben sogar ein Auto hier in der Garage auf entspannt. Das ist der Lifestyle, Leute. Das ist der Lifestyle. Hier oben ganz viele Betten. Okay, aber alle schlafen in einem Schlafzimmer, oder was? Es hat geklingelt. Okay, warte. Wir gehen mal an die Tür. Wer ist da? Der Pizzabote? Ja, moin. Boah, da kriege ich direkt Hunger auf Pizza, Leute. Ich sag ganz ehrlich, ne? Okay, er bringt uns erstmal hier eine saftige Pizza vorbei, die wir uns hier reinfetzen können. Ey, let's go. Kann ich mir erstmal ein Stück nehmen? Ich soll mich hinsetzen erst. Ja, okay. Ist ja gut. Okay, kann ich auch was essen, bitte? Hallo?
Ey. Ich kann mir gar nichts nehmen. Ist das normal? Ah, jetzt habe ich ein Stück Pizza. Okay. Jetzt habe ich ein Stück Pizza. Erstmal rein damit. Erstmal schön ein paar Stücken Pizza essen. Let's go. Ist aber auch wichtig so. Nach einem gelungenen Umzug muss man auch erstmal was essen, Freunde. So. Pizza war lecker. Sehr gut. Aber was ist das für ein Geräusch? Die Toilettenspülung? Oh, die Toilette läuft voll und über. Was geht denn jetzt ab? Die Toilette ist komplett am Überlaufen. Oh, das gibt einen Wasserschaden, Freunde. Oh, oh. Wir müssen das irgendwie aufhalten. Die Toilette ist kaputt. Was machen wir denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wir sollten eine neue kaufen. Es gibt einen Toilettenladen unten am Ende der Straße. Okay, die Toilette läuft über. Also kaufen wir einfach einen neuen Toilettenladen oder was? Okay. Okay, es gefällt mir nicht, in welche Richtung das geht. Ich mag keine Toiletten. Also jedenfalls nicht, wenn es um die Skibidi-Toiletten geht, Freunde. Da bin ich raus. Ansonsten mag ich schon Toiletten. Ich muss die ja auch manchmal benutzen. Aber wir gehen erstmal rein in den Toilettenladen. Toilets R Us sind wir hier. Moin, Leute. Wir haben den Laden gefunden. Okay. Welche Toilette kaufen wir? Es gibt so viele verschiedene Toiletten. Also für mich sehen die alle gleich aus. Also ich bin jetzt kein Experte. Also die goldene ist natürlich cool. Aber einfach die günstigste, oder? Hopp. Was ist jetzt los? Es ist dunkel geworden. What? Was geht ab? Oh! Und der Laden wird abgeriegelt? Und die fröhliche Musik hat auch aufgehört. Oh, oh. Nein! Was? Was ist denn das jetzt? Oh, chill, Bro! Nein! Jetzt ist so eine... Er ist jetzt schon hier die goldene Skibidi-Toilette, oder was? Ey, hör auf! Nein, nein, nein! Oh, warte, kann ich dem überhaupt entkommen? Warte mal, kann ich hier irgendwo... Gibt's einen Hebel oder so? Kann ich hier irgendwo raus? Stopp, 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 stopp! Hier irgendwo, gibt's hier einen Ausgang? Nein? Muss ich mich schnappen lassen? Nein, nein, nein. Kann nicht sein. Kann ich hier raus? Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus, das gibt's nicht. Ich habe auch keine Waffe. Ich kann mich nicht verteidigen. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Oh. Warte. Oh. Was ist jetzt los? Was? Wurden wir in ein Portal gesaugt? Und hier ist jetzt so ein Kameramann? Sind wir jetzt in so einem Paralleluniversum oder so gelandet? Mein Name ist Kameramann 528. Okay. Wo sind wir? Okay, ich glaube, wir sind... Sind wir in einem Paralleluniversum? Wo die Skibidi-Toiletten? Das ist die Toilettenwelt. Wir sind in der Toilettenwelt gelandet. Wir sind aktuell im Krieg. Kameramänner gegen Skibidi-Toiletten. Die Toiletten versuchen, die Weltherrschaft zu übernehmen. Oh no. Wir sind durch ein Portal hier gelandet. Wenn das passiert, geht unsere Welt unter. Okay, kann ich irgendwie helfen? Kann ich helfen? Kann ich euch irgendwie, ne? Vielleicht einfach ein paar Steine auf die Toiletten werfen. So ein paar große Ziegelsteine. Okay, wir können ihm helfen. Ich weiß wie. Beeil dich, folge mir. Okay, kein Problem. Mach ich. Wo muss ich lang? Okay. Wir sollen ihm folgen zum anderen Ende der Kanalisation. Kein Problem. Oh, was läuft der für komische Wege, Mann? Alter, er macht mir Angst. Okay, Hauptsache hier ist immer so ein Timer. Ich krieg Panik, wenn ein Timer abläuft. Lass mich in Ruhe spielen, bitte. Okay, aber wir schaffen es easy mit ihm hier rüber. So, hier springen, hier springen, hier springen, hier. Guck mal, ich bin sogar vor ihm da, weil ich besser bin. Let's go. Und jetzt hier hoch, oder was? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, sagt er. Ich hoffe, ihr seid bereit. Da draußen herrscht das reine Chaos. Okay, müssen wir hoch? Wir müssen hoch. Durch die Kanalisation an die Oberfläche. Und hier draußen. Oh. Hier ist jetzt alles voll mit Skibidi-Toiletten. Was zum... Es ist eine Toiletteninvasion. Das kannst du aber wissen. Alter, und alles ist am Brennen. Alles ist am Untergehen. Wir müssen sie stoppen. Wir müssen sie aufhalten. Ja, gib mir irgendeine Waffe. Irgendwas. Sie bewachen die komplette Stadt. Toilet Corp. Die Toiletten Corporation. Es gibt Toilet Corp. Da müssen wir hin, um sie aufzuhalten, oder was? Okay, los geht's. Sei vorsichtig. Ja, okay. Ja, irgendeine Waffe. Gib mir doch irgendwas. Jo, er läuft einfach hier durch, oder was? Kann man den einfach so ausweichen, oder wie? Jo, er steht hier auf so einer Toilette. Was ist denn mit ihm los? Okay, ich muss hier irgendwie... Oh, ganz vorsichtig. Oh, vorsichtig zwischen denen durchlaufen. Bis zur Toiletten Corporation. Okay, warte. Ja, schaffen wir aber easy. Ja, guck mal, war einfach.
Kameramann ist auch noch bei uns. Let's go. Jo, wir haben es geschafft. Da ist es. Was ist da? Toilet Corp. Toilet Corporation. Okay, müssen wir da rein? Müssen wir irgendwie durch den Hintereingang oder? Was ist dein Plan, Mann? Was passiert? Oh, alles vibriert? Was passiert jetzt? Oh, no. Oh, no. Eine riesige Skibi-Toilette. Yo, Bro, chill, entspann dich bitte. Entspann dich bitte. Oh, ich habe eine Bazooka. Hey, stopp. Muss ich jetzt auf ihn schießen? Hey, chill, 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 chill. Okay, ich kann auf ihn schießen. Muss ihm Schaden machen. Alter, wir haben nur so eine Bazooka. Okay, Schuss. Einfach reinschießen, einfach reinschießen. Kriegen wir schon hin. Warte, ich zoome noch ein bisschen ran hier, damit ich mal besser sehe. Guck, wir haben ihm schon gut Schaden gemacht. Das ist so ein Toilettenboss hier. Aber von dem lassen wir uns hier jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Auch wenn er Laserstrahlen aus seinen Augen schießen kann. Gut, dass er keine Kettensägen schießen kann. Okay, let's go, let's go. Den schaffen wir aber easy. Der ist zwar stark und wirft hier alles Mögliche, aber gegen uns trotzdem keine Chance. Nochmal. Let's go, wir haben ihn. Wir haben ihn besiegt. Ich kann es nicht glauben. Ja doch, Kameramann. Kannst du ruhig glauben. Ich habe dir geholfen, okay. Und jetzt müssen wir zur Spitze von Toilet Corp, um alles zu beenden. Okay, dann los. Dann los. Okay, wir betreten das Gebäude, oder was? Hier drin sind noch mehr Skibi-Toiletten. Können wir nicht einfach abspülen? Was macht er? Nein! Kameras werden gehackt? Nein, wird jetzt auch der Kameramann gehackt? Ja, er wird gehackt. Er wird gehackt. Oh nein. Jetzt sollen wir den Toilet Corp betreten. Aber wir müssen vor dem Kameramann aufpassen. Oh nein, er war unser Freund. Er hat uns geholfen. Wir haben ihm geholfen. Okay, aber wir sind drin. Okay. Wir sind drin. Dem Kameramann ausgewichen. Und jetzt? Die Toiletten haben die Kameras böse gemacht. Und jetzt sind wir allein. Wir müssen das beenden und dann hier verschwinden. Guter Plan, Bro. So machen wir es. Okay. Also haben wir jetzt hier einen Indoor-Obby, so wie das aussieht hier. Durch den Tower nach oben. Ein Hindernisparcours. Den schaffen wir aber. Und hier oben müssen wir nur in den Control Room und alles beenden, oder was? Ist das unser Ziel? Oh, und ich habe wieder nur 60 Sekunden Zeit, oder was? Ey, chill doch mal. Okay, let's go. Vor allem sind das immer so knappe Timer. Ich habe es eben schon ein paar Mal kaum geschafft. Aber das Gute ist, ich bin Profi-Obby-Spieler. Auf easy. So, zack. Und auch hier hoch und hier rüber. Und, oh, wir haben ein bisschen Schaden genommen, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Oh, wir schaffen es. Sogar locker, okay. Ich dachte, dauert viel länger. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Kann ich den Knopf jetzt drücken? Um es zu beenden? Wir müssen es beenden und hier verschwinden. Ja, ja, ja. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Einfach den Knopf drücken. Einfach. Oh, oh. Oh. Wir haben. Oh, was? Die Toilette haut ab? Ich glaube, er hatte Angst vor uns. Hm, aber warum? Hier ist der Kontrollraum. Wie stoppen wir alles? Großer roter Knopf. Warte, Sie haben einen Portalraum? Was? Oh, ja. Was ist denn ein. Das muss der Weg nach Hause sein. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Damit kommen wir wieder zurück. Aber was ist mit dem Krieg? Wir sollten dabei helfen, ihn zu beenden. Ja, natürlich. Indem wir den Knopf drücken. Sollten wir helfen oder sollten wir zurück nach Hause gehen? Helfen. Natürlich helfen. Helfen, den Krieg zu beenden, ist doch logisch. Und das machen wir auch. Wir beenden natürlich den Krieg mit den Kameraleuten, aber wie? Indem wir den großen roten Knopf drücken. Oder? Der große rote Button. Ja. Okay, let's go. Dann drück ihn auch. Knopf gedrückt. Hack beendet. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich weiß es nicht. Kameramann. Kameramann. Kommt er jetzt hoch zu uns oder was? Ja, da ist er. Hi. Hey, Leute, sagt er. Na? Ich kann nicht glauben, dass ihr es geschafft habt. Kein Problem. Was hast du erwartet? Wir sind Profis. Vielen, vielen Dank an euch. Gerne geschehen. Haben wir gerne gemacht. Irgendwer muss ja helfen. Kein Problem. Okay. Und jetzt? Aber das war's ja noch nicht. Die Toiletten sind ja immer noch da. Jetzt entschuldigt mich. Ich muss etwas erledigen. Aber was? Okay, was hat er vor? Hier am Control Terminal. Was macht er jetzt? Er gibt hier irgendwas ein. Weltherrschaft? Hahaha, sagt er. Wie Weltherrschaft? Was bedeutet das? Was? Weltherrschaft der Kameramänner?
Wow. Kameras werden jetzt die Welt regieren. Meine ersten Gefangenen. Was? Wir wurden eingesperrt, obwohl wir ihm geholfen haben. So ein Betrüger. Wir haben ihm geholfen. Er sperrt uns ein. Es sind nur den Kameraleuten ist erlaubt zu leben. Das schlechte Ending. Oh no. Wir können erstmal als normaler Kameraman rein. Wir haben hier so einen Plunger, so einen Plömpel. Okay. Und sind jetzt hier. Hier ist noch so ein Speakerman vor uns, ne? Ein großer Speakerman. Was sind das hier für. Was sind das hier für blaue Quadranten? Was bedeutet das? Da vorne sind Toiletten. Da ist auch eine Toilette. Warte, die schnapp ich mir. Mach ich platt. Okay, warte. Die sind schnell. Wieso sind die so schnell? Moment, wie kann man die jetzt hier. Wie spülen die ab? Abspülen. Bleib stehen. Warte, hat mir sogar Schaden gemacht. Stopp. Abspülen. Yes! Hab ich ihn abgespült? Ja! Guck mal. Yo. Okay, wir haben einen abgespült. Let's go. Aber die machen uns auch Schaden, ne? Okay. Zack. Nein! Alter, der hat mich erledigt. Was? Also bringt uns hier der Plömpel eigentlich irgendwas? Machen wir damit mehr Schaden? Cinema ist da. Was zur Hölle? Yo, guck mal. Der dreht sich hier im Kreis und löscht einfach alles weg an Toiletten, was hier irgendwo ist. Wie krass ist das denn gewesen? Auch da hinten so eine große Toilette. Warte mal, hier ist noch eine Toilette. Kann man die hier wegspülen? Abspülen. Zack. Habe ich ihn weggespült? Ich glaube schon, oder? Ja, ist weggespült. Easy. Kann ich irgendwo sehen, wie viele Toiletten ich schon habe? Ah, hier sehen wir. Ja, hier. Ich habe 2 Toiletten bis jetzt. Okay, 10 brauchen wir, um den nächsten Kameraman freizuschalten. Der dann ja bestimmt auch. Warte, ey! Mach den Platz, die Toilette! Nein, oh mein Gott, die sind viel stärker als ich dachte. Das ist gar nicht mal so einfach, die hier zu besiegen. Die sind tatsächlich gar nicht so einfach wegzulöschen. Warte mal, hat da gerade einer mit einem Laser geschossen oder sah das nur so aus? Oh, hier ist eine ganz große Toilette. Warte, die schnapp ich mir. Zählt sie dann eigentlich als mehr Toiletten, wenn wir so eine richtig große hier platt machen? Wenn wir hier drauf springen so? Hier, zack. Warte, kann ich hier drauf? Ah, ich kann nicht hoch genug springen, glaube ich, oder? Nee. Schaffe ich nicht. Da bin ich zu klein für so eine große Toilette. Kriege ich nicht hin. Mist. Oh, was passiert da jetzt? Kann er jetzt abspülen? Ah, diese Felder werden immer von den TV-Men erzeugt, wenn die ihre Fertigkeit benutzen. Oh, okay, das macht Sinn. Yo! Die haben die großen Toiletten abgespült. Wie krass. Oh, guck mal, hier sind ganz viele kleine. Alter, warum sind die so schnell? Stopp, bleib stehen. Abspülen. Zack, abgespült. Let's go! Yo, das ist ja mal richtig geil. Okay, wir müssen auf jeden Fall heute noch den nächsten Kameraman freischalten. Dafür müssen wir noch 6 Toiletten irgendwie abspülen. Ich weiß nicht, kann man sich hier irgendwie auch, okay, man kann sich den Titan kaufen. Gut, ja. Machen wir jetzt erstmal nicht direkt den Titan kaufen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich den Titan kaufe, Daumen nach oben aufs Video. Aber wer ist hier bitte mit einem Laser unterwegs? Was geht denn da ab, Bro? Aber was sind diese weißen Felder, die hier... Alter, da hinten hat einer so eine Raketentoilette. Was sind diese weißen Felder? Wir haben hier diese blauen, haben wir eben gesehen. Das machen die TV-Men teilweise. Aber was sind das für weiße Felder hier? Das verstehe ich nicht. Okay. Was haben wir hier? Ach, hier kann man was spenden. Okay. Ich dachte gerade, das ist irgendwie eine Rangliste, wer wie viele Toiletten erledigt hat. Aber weil wir haben hier eine grobe Rangliste. Irgendwer hat hier einfach schon 224 Toiletten weggespült. Was zur Hölle? Oh, hier, Leute. Let's go. Abspülen. Nein. Stopp. Abspülen. Zack. Let's go. Hab ich. Abgespült. 5 Toiletten. Let's go. Wir haben die Hälfte. Oh, da hinten ist so eine Polizeitoilette. Und da hinten ist eine richtig große Toilette. Was zur Hölle? Alter, hier sind sogar 2 Polizeitoiletten. Eine große, eine kleine. Oh, er ist ganz oben drauf. Er hat ihn abgespült. What? Er hat es geschafft, die große Toilette abzuspülen. Strong. Sehr stark. Das hat er gut gemacht. 1A, Teamwork, Gameplay, whatever. Und das ist auch ein Speakerman. Können die höher springen? Der ist auch schneller als ich, ne? Okay, zack. Okay, na. Nö. Warte. Bin oben drauf. Abspülen. Yes.
Wir haben auch so einen großen erwischt. Gibt es irgendwie einen Bonus? Zählt auch nur als eine Toilette. Ach Mann. Okay, hier Polizeitoilette. Weg. Locker. Na, geh weg. Haben wir 7? Haben wir 7? Leute, let's go. Wir schaffen's, wir schaffen's. Hier ist nochmal so eine Polizeitoilette. Und hier gegen den Speakerman. Der Speakerman hat nicht mehr viel Leben. Aber er hat ihn abgespült. Let's go. Oh, hier ist diese heilige Toilette. Oh, ich dachte, er kommt zu mir, dann wäre ich draufgesprungen. Ah, Mist. Weil wir haben jetzt schon 7 Toiletten sogar. Aber an den kommen wir oben nicht ran. Keine Chance, dass wir da oben rankommen. Oh, was haben wir denn hier? Warte mal. Zack. Abspülen, abspülen, abspülen. Zack. Nein. Er hat mich zuerst erledigt. No. Oh. Was geht da ab? Was ist das denn? Alter, der Turbolaser. Er ist komplett am Lasern alles. WTF. Oh, Freunde, das war die 9. Toilette hier, die Polizeitoilette. Abgespült. Wir haben jetzt 9. Jetzt müssen wir nur noch... Da ist so eine kleine. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Nein, ich will sie. Gib sie mir, gib sie mir. Yes, yes. Ich hab 10. Let's go. Warte, wir können jetzt... Jetzt können wir als Speakerman spielen, Freunde. Let's go. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Sind wir jetzt stärker? Halten wir mehr aus? Ich meine, rein theoretisch... Alter, diese Geräusche. Ach, Mann. Ich meine, rein theoretisch ist ein Speakerman ja stärker als ein normaler Cameraman. Junge, spül ihn mal ab hier jetzt. Zack, endlich. Alter, ist ja furchtbar. Okay. Oh, jetzt haben wir wieder... Wir wurden jetzt zurückgesetzt auf 1... Muss ich mir... Oh, es gibt einen Dark Speaker Man. Guck mal. Scientist Cameraman. Hier so einen großen TV-Man. Big Speaker Man. Okay, kann ich irgendwie... Warte mal, kann ich im Store? Nee, wir können uns das nicht so freischalten. Okay, warte, wir spielen mal als Toilette, Freunde, okay? Ich will mal als Toilette spielen. Alter, die wird als schneller. Guck mal. Nee, doch nicht. Hä? Wieso bin ich jetzt so langsam? Hä? Oh, warte mal, kann ich ihn hier? Zack. Schnapp ihn hier? Ess ihn? Habe ich ihn jetzt getötet? Ich glaube schon, ja. Okay, warte mal. Ich glaube, ich bin eben langsamer geworden, weil ich in so ein weißes Feld reingefahren bin. Ja, guck mal, so kann ich jetzt die ganze Zeit so hier rumfahren. Voll gut. Auch wenn das Geräusch ein bisschen nervt. Oh, da, den Kameramann, den schnappen wir uns. Warte mal, ihn hier. Zack, zack, zack. Oh, komm her, komm her. Alter, die Laser. Na? Wie mache ich denen den Schaden? Muss ich die anklicken? Oh, ja, ich habe ihn gekillt. Let's go. Alter, ist ja voll easy. Okay, warte, den schnappen wir uns auch hier, den kleinen Kameramann. Oder hier den Speakerman. Nicht abspülen. Oh, bin besser als ihr. Yo, ich habe noch einen erledigt. Alter, was? Yo. Einfach schon 5 Leute erledigt als Toilette. What? Okay, und hier in diesen Feldern, wenn ich hier jetzt reinfahre, pass auf. Hier, ja. Hier hat man keine Chance. Hier wird man einfach neutralisiert. Hier werden wir einfach neutralisiert von der Kraft der TV-Man. Seht ihr? Jetzt spült er uns ab. Ja, oh. Er hat uns abgespült. Nein. Och, Mann, oh. Und bei den Toiletten hier ist es auch so, wenn wir 10 Kills haben, schalten wir die nächste frei. Wir haben jetzt gerade 5. Das heißt, wir fahren jetzt mal schnell hier rüber. Da gibt es auch Stress. Und schnappen uns mal noch ein paar... Ey, dieses Geräusch, ne? Ich zoome mal raus, dann höre ich es nicht. Das Problem ist, dass das Geräusch auch so hoch ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder ist einer... Titan TV, man. Okay, warte, jetzt hier erstmal rein hier. Wir schnappen uns die jetzt hier erstmal. Oh, die haben hier schon alles abgespült. Übel, übel, übel. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Wir beißen hier trotzdem mal zu. Ah, schnell, schnell, schnell. Ah, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Warte, wir schnappen uns als erstes den großen. Let's go. Da ist er, da ist er, da ist er. Den schnapp ich mir jetzt. Come on, come on, come on. Ja, ja, ja. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh nein, die haben mich abgespült. Aber ich hab einen Kill. Ich hab sogar 11. Wieso hab ich 11? Wo hab ich 11 herbekommen? Okay, okay, warte, ich kauf nächste. Purchased? Let's go. Jetzt bin ich eine größere Toilette. Hier, ich esse euch, ich esse euch. Ich werde euch fressen. Skibbidi, schnobbidi, dibbidi, bop, bop, yes.
Ach, Leute. Let's go. Boah, aber stell mal vor, man schaltet sich hier wirklich alles frei. Was gibt's hier noch? Big Flying Toilet für 525. Big Mask Toilet, Camo Toilet. Okay, gibt's hier auch so diese legendären? Nee, gibt's gar nicht. Also, dass wir irgendwie G-Man als Toilette haben, haben wir gar nicht. Okay, schade. Guck mal, wie hier alle geiern und auf den einen Kameramann oder Speakerman losfahren. Guck mal, zack. Oh, er wurde gefressen. Tja, Kill für mich. Oh, da ein großer Speakerman. Let's go rein da. Der wird weggelöscht, der wird gegessen. Oh, er hat direkt einen weggespült, das ist nicht so gut. Oh, oh. Das ist nicht so gut, das ist gar nicht gut sogar. Oh, oh! Alter, wir wurden von TV-Man abgespült. Von seiner Fertigkeit. WTF? Was geht ab? Ey, Freunde, ich würde sagen, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt und wenn ich mal Titan TV-Man und so freischalten soll, Daumen nach oben, Channel abonnieren. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin.